Servus zusammen! Wie ihr schon mitgekriegt habt, haben wir das Ticketarium eingerichtet und unsere Bergergame ist umgezogen. Und in dem Video zeigen wir euch, was in das neue alte Terrarium reinkommt und wie wir das Ganze neu gestalten. Wir nehmen euch mit, wie wir das Ganze machen. Ihr werdet das Ganze im Schnelldurchlauf sehen und ich werde euch dazu ein bisschen was erzählen. Und zwar, wie immer, am Anfang haben wir das Ganze ausgeräumt, den ganzen Bodengrund raus und natürlich alles wieder sauber gemacht und putzt. Danach haben wir den Bodengrund mit dem Forest Park aufgefüllt und mit dem Krokus Husk von Exeterra. Die zwei Sachen vertragen sich ziemlich gut mit einem Tropenterrarium, weil sie die Feuchtigkeit ein bisschen speichern und sie auch gut ausheben. Zu dem Krokus Husk, wie ihr seht, den muss man 20 Minuten lang im Wasser einweichen, damit er dann so ausschaut und dass man sie gebrauchen kann. Das ist so ein hart gepresstes Rechteck. Wie ihr seht, das löst sich wirklich perfekt auf und nach 20 Minuten könnt ihr das Ganze im Terrarium schön zerteilen. Und dann haben wir das Ganze über Nacht und einen kompletten Tag lang mit Licht- und Wärmelampe trocknen lassen und alles schön durchgemischt. Danach haben wir unseren schönen Stein an die Wand geklebt, damit derjenige, der da reinkommt, einen schönen Sonnenplatz hat und eine Wärmestelle hat. Wir haben echte Pflanzen verwendet. Nur eine einzige Hängepflanze links in der Ecke ist aus Plastik. Der Rest sind bei uns echte Pflanzen. Dann haben wir natürlich die Lianen, weil derjenige, der da reinkommt, mag es sehr gerne mit Klettern. Und wenn wir nochmal zu den Pflanzen zurückkommen, der obere Teil sollte normalerweise ein bisschen offener sein und der untere Teil dicht bewachsen. Dann haben wir den Baum eingebaut, damit er wieder noch mehr zum Klettern hat und dass er sich extrem wohlfühlt. Und für uns als Besitzer zur Erleichterung haben wir eine Regenanlage eingebaut. Und zwar haben wir uns ein Panther-Kamelen gekauft. Das Panther-Kamelen ist 2 Monate alt. Wie ihr seht, ist es noch etwas blass. Die ganzen Farben kommen erst nach einem Jahr circa. Wir haben unser Panther-Kamelen Mr. President genannt. Besser gesagt ich. Und ich erzähle euch jetzt noch ein paar so Fakten, was beim Panther-Kamelen wichtig sind, wo ihr drauf schauen solltet. Und zwar möchte das Panther-Kamelen ein sehr gut durchlüftetes Terrarium. Das sehr gut durchlüftete Terrarium haben wir mit unserem Exoterra, wie sagt man, perfekt hergestellt, weil du oben ja die große Fläche hast mit dem Gitter. Das heißt, es kommt viel Luft oben rein und oben raus. Und du hast unten den perfekten Durchgang vom Luft unter die Türen. Das heißt, es hat nie eine stickige Luft drinnen, das ist immer perfekt durchlüftet. Eine zweite Sache, was extrem wichtig ist beim Panther-Kamelen, ist UVB. Da müsst ihr wirklich darauf schauen, dass das genug abkriegt. Und was natürlich auch sehr wichtig ist, ist die Feuchtigkeit. Und zwar die Feuchtigkeit in dem Sinn, natürlich muss es feucht sein, ist klar, im Regenwald-Terrarium oder feuchter. Aber wichtig ist, das Kamelen sollte keine offenen Wasserstellen im Terrarium haben. Es gibt 2 Gründe. Erstens ist das Kamelen leider ein bisschen doof und kapiert nicht, dass man aus so einer Wasserschale was raustrinken kann. Das nächste ist, in so einer Wasserschale sammeln sich sehr viele Bakterien und das Panther-Kamelen ist sehr anfällig auf Bakterien, das heißt, es kann schnell krank werden. Deswegen ist es wichtig, dass ihr wirklich regelmäßig einspritzt, damit das Panther-Kamelen sich vor die ganzen Pflanzen und so die Wassertropfen holen kann. Und was noch sehr wichtig ist, sind die Vitamine.
Wir machen das so, wir bestäuben das über die kleinen Futtertiere und geben es dem Chamäleon. Ganz einfach. Einmal in der Woche. Nicht zu vergessen. Und, wie gesagt, mit dem Ganzen gehen wir um zu den Uns gefällt das Terrarium richtig gut. Wir haben schon mal ein Chamäleon gehabt. Leider ist das gestorben. Und deswegen bin ich sehr glücklich, dass der Mr. President wieder bei mir ist. Ich zeige euch jetzt noch Bilder, weil das Terrarium hat sich nochmal ein bisschen verändert heute. Weil ich in einem Blumengeschäft war und mich nicht zurückhalten habe können und mich in eine Pflanze verliebt habe. Wie gefällt euch das Terrarium? Schreibt es uns in die Kommentare, wir würden uns da freuen, wenn einmal ein bisschen da unten zu Diskussionen oder ein bisschen zu Gesprächen angeregt wird, dass wir mal ein bisschen mitreden können. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken, teilen, abonnieren. Bye.